Eislaufen. Peppa und ihre Familie wollen heute Eislaufen gehen. Das wird ein Spaß. Peppa und Schorsch waren noch nie beim Eislaufen. Also Schorsch, du bist noch nicht so gut im Eislaufen. Mach mir am besten alles nach. Haha, ich glaube, wir sind alle ziemlich gut. Ja, und ich ganz besonders. Zuerst brauchen wir Schlittschuhe. Auf der Eislaufbahn haben alle Schlittschuhe an. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir würden uns gern Schlittschuhe leihen, bitte. Bitte schön. Danke. Schönes Schlittern. Da sind Luzi Locke, Luisa Löffel, Klausi Kleff, Zoe Zebra, Molly Mietze, Emily Elefant und Pedro Pony. Peppas Freunde können sehr gut Eislaufen. Peppa will auch Eislaufen. Wow! Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Bist du zum ersten Mal beim Eislaufen, Peppa? Ja. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Nein, danke, Luzi. Ich glaube, ich krieg das schon alleine hin. Na gut, dann komm mit. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eislaufen und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hopsala. Dummer Papa. Schorsch, willst du auch Eislaufen? Nö. Schorsch war noch nie Eislaufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich's schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her, ich kann Eis laufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Langsam, Peppa! Du fährst noch jemanden um! Keine Sorge, Mama! Ich bin eine gute Eisläuferin! Oh, wo sind denn die Bremsen? Oh weh, ich hab vergessen, ihr das Bremsen beizubringen. Oh! Ah! Ich kann nicht anhalten! Pass auf! Wow! Mama hat dir das Eislaufen gezeigt, aber ich habe dir gezeigt, wie man hinfällt. Ja, und ich bin schon richtig gut im Hinfallen. Schorsch, willst du nicht auch Eislaufen? Nein. Komm schon, Schorsch, das macht Spaß. Ich zeig's dir. Also, zuerst musst du... Schorsch, komm zurück. Ich bring dir bei, wie man Eis läuft. Was für eine Überraschung. Schorsch kann wunderbar Eis laufen. Boah, guckt mal, Schorsch. Schon sehr gut, Schorsch. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man bremst. Gut gemacht, Schorsch. Ganz fantastisch, Schorsch. Ja, das hast du sehr gut gemacht, Schorsch, für deine erste Stunde. Also dann, los geht's. Ja! Peppa und Schorsch lieben Eislaufen. Alle lieben Eislaufen. Mama und Papa haben mir Eislaufen beigebracht und ich dann Schorsch. Sterne. Es ist Schlafenszeit. Peppa, Mama Wutz und Papa Wutz trinken warme Milch. Schorsch, du solltest doch den Schlafanzug anziehen, nicht den Astronautenanzug. Schorsch liebt alles, was mit Raumfahrt zu tun hat. Oh. Schorsch, zieh deinen Astronautenhelm aus und trink deine Milch.
Schlafenszeit, meine Kleinen. Abends macht Schorsch seine Astronautenspieluhr an. Nicht schon wieder Weltall. Das ist langweilig. Das All ist nicht langweilig. Es ist voller Sterne. Ich kann aber überhaupt nichts sehen. Es ist zu dunkel. Draußen kann man die Sterne viel besser sehen. Können wir noch mal rausgehen? Pepper, du bist im Schlafanzug. Wenn ihr eure Bademäntel drüber zieht, könnten wir vielleicht ausnahmsweise noch mal nach draußen gehen. Hurra! Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten beobachten. Guckt mal die kleinen Sterne. Stellt euch vor, ihr würdet sie besuchen. Das ist der große Wagen. Oh. Ja, und die beiden Sterne an der Spitze zeigen auf den Nordstern. Boah. Nordstern, Nordstern, bist du nah oder bist du fern? Wir besuchen dich sehr gern. Hoho, aber Peppa, die Sterne sind dafür viel zu weit entfernt. Sind sie noch weiter weg als das Meer? Oh ja, aber durch ein Teleskop sehen sie viel näher aus. Haben wir denn ein Teleskop? Nein, aber Opa Wutz hat ein sehr gutes Teleskop. Können wir jetzt sofort Opa Wutz besuchen? Hohoho, es ist viel zu spät. Vielleicht können wir mal eine Ausnahme machen, Papa Wutz. Hurra! Peppa und Schorsch fahren zum ersten Mal mit dem Auto durch die Nacht. Guckt, wir folgen dem Nordstern. Nordstern, Nordstern, funkelst hell und bist so fern. Alle haben dich sehr gern. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oh je, ich hoffe sehr, dass Oma und Opa Wutz nicht schon im Bett liegen. Was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wir wollen die Sterne sehen. Peppa und Schorsch würden sehr gern mal durch dein Teleskop gucken. Verstehe, gute Idee. Alle Mann mit aufs Dach hinauf. Hier ist es, das alte Lieschen. Boah! Die Sterne zu beobachten ist Opa Wutz' Hobby. Also, wer schaut als erster durch? Ich! Oh, der Nordstern! Und Seeleuten zeigt er immer den Weg nach Hause. Er hat auch Papa geholfen, hierher zu finden. Sind denn noch andere Sterne im Weltall? Ja, hier dieser Planet. Er heißt Saturn. Oh, was ist das für ein hübscher Ring? Er ist aus Felsgestein und Eis. Auf dem Saturn ist es sehr, sehr kalt. Da könnten wir einen Schneemann bauen, Schorsch. Schnell, guck! Oh. Das ist eine Sternschnuppe. Du darfst dir etwas wünschen. Ich wünsche mir, dass wenn Schorsch groß ist und eine Rakete hat, wir beide zusammen ins Weltall fliegen. Felsbecken. Peppa und Schorsch fahren mit Oma und Opa Wutz ans Meer. Peppa und Schorsch lieben das Meer. Oh, wohin ist der Sand verschwunden? An diesem Strand ist gar kein Sand, Peppa. Kein Sand? Aber eigentlich wollten wir doch Sandburgen bauen. Peppa und Schorsch bauen so gerne Sandburgen. Na, na, Schorsch, sei nicht traurig. An diesem großen Felsenstrand kann man auch so einiges erleben. Und was? Wenn die Wellen ablaufen, dann bleiben kleine Planschbecken voll Wasser in den Felsen zurück. Felsbecken sozusagen. Und in jedem Felsbecken gibt's irgendwas zu entdecken, was das Meer hineingespült hat. Oh, ich sehe etwas Glitzerndes.
Es ist eine Münze. Boah. Vielleicht von einem echten Piratenschatz. Oh. Kommt, wir sammeln alles Schöne ein, was wir finden. Ja, wir sammeln es in Shores Eimer. Und was für ein Schatz verbirgt sich in diesem Becken? In diesem Felsbecken ist nichts Besonderes. Irgendetwas ist immer da, Peppa. Sieh genau hin. Oh, da ist irgendetwas. Ja, es ist ein Krebs. Oh! Der Krebs zwickt Opa Wutz in den Finger. Oh! Au! Oh! Böser Herr Krebs. Guck mal, Schorsch. Herr Krebs marschiert ja seitwärts. Schorsch tut, als wäre er ein Krebs. Peppa möchte auch ein Krebs sein. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Zwick, zwick, zwick. Hilfe! Hier sind zwei sehr böse Krebse. Die wollen mich zwicken. Zwick, zwick, zwick. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Husch, husch, ihr bösen Krebse. Geht zurück in eure Felsbecken. Ja, wir gehen wieder zu den Felsbecken. Hast du was entdeckt? Eine Muschel. Hörst du darin das Meer rauschen? Was meinst du damit? Wenn du eine Muschel ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Toll, ich höre wirklich das Meer. Ich liebe meine Muschel. Schorsch, kannst du auch eine Muschel finden? Muschel. Das ist nur keine Muschel. Oh. Peppa hat recht. Es ist keine Muschel. Schorsch hat ein Fossil gefunden. Was ist ein Fossil? Ein Fossil ist ein Überbleibsel eines Lebewesens, das vor langer Zeit lebte, zur Zeit der Dinosaurier. Felsbecken sind so spannend. Ja, für uns schon. Bloß nicht für diesen kleinen Fisch hier. Ein Fisch? Wo? Oh! Armer kleiner Fisch. Er sitzt in der Falle. Oh. Oh. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und den damit retten. Ja! Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. Oh. Ich liebe Felsbecken. Oh. Recyceln. Herr Bulle, der Müllmann, leert die Mülltonne aus. Es ist früh am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle so leise zu sein, wie er nur kann. Aber Herr Bulle ist nicht besonders gut im Leisesein. Peppa und Schorsch sind gerade mit dem Frühstück fertig. Was ist das für ein Lärm? Das ist Herr Bulle, der Müllmann. Hallo, Herr Bulle. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufenweise Müll zusammen. Tschüss. Tschüss. Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut, der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Peppa, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Peppa, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? In den grünen. Ja,
Das macht Spaß. Jetzt ist George dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? George möchte Papa Woods Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, George. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, George. Zeitungen kommen in den roten Korb, George. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt. Jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra, auf geht's. Mama Wutz hat die Flaschen, Peppa hat die Blechdosen und George hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Blechdosen, Flaschen, Zeitungen. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Das ist der Wertstoffhof von Frau Mümmel. Wir sind da. Hurra! Hallo, ihr da. Hallo, Frau Mümmel. Kommt ihr alle zum Recyceln? Ja, genau. Wunderbar. Also los. Was macht Frau Mümmel da? All die alten, rostigen Autos recyceln. Boah. Wer kann mir sagen, wo die Flaschen reinkommen? In den grünen. Stimmt, genau. Und die Dosen in den blauen. Das stimmt, Peppa. George möchte die Zeitungen recyceln. Okay, George, dann machst du die Zeitungen. So, das ist genug Recycling für heute. Ja, gehen wir nach Hause. Oh, wo ist unser Auto hin? Das Auto ist verschwunden. Zurücktreten! Frau Mümmel will das Auto recyceln. Stopp! Das ist unser Auto. Was? Ist das wahr? Ja! Ja. Unser Auto ist doch nicht alt und rostig. Wie dumm von mir. Ich liebe Recyceln eben. Ja, tun wir auch. Aber wir lieben auch unser kleines Auto. Ja, und unser kleines Auto liebt uns auch, oder nicht? Das hohe Gras. Peppa und George spielen im Garten. Oh! Die Wiese ist schon eine Weile nicht gemäht worden. Das Gras ist sehr hoch. Komm schon, George! George, wo bist du? Ich sehe dich nicht. George, ich komme und fange dich. Peppa und George können sich nicht sehen. Ups! Peppa und George lieben es, im hohen Gras zu spielen. Papa Wutz möchte Zeitung lesen. Ach, was für ein schöner Tag. Genau richtig zum Faulenzen. Papa Wutz liebt das Faulenzen. Du meine Güte, Papa Wutz, wir haben den Garten ein bisschen vernachlässigt. Wie meinst du das, Mama Wutz? Die Wiese. Sie muss gemäht werden. Oh, mir gefällt das so. Sieht nach Wildgarten aus. Mama, Papa, kommt, spielt mit uns im hohen Gras. Das macht Spaß. Hoho, na gut, spielen wir mit dem gepunkteten Ball. Oh, wo ist der hin? Der Ball ist im hohen Gras verloren gegangen. Den finden wir nie mehr wieder. Vielleicht ist es Zeit, das Gras zu mähen. Ja, Papa Wutz. Ich hol mal den Rasenmäher. Ich bin ganz sicher, dass er hier ist. Ah, da ist er. Papa Wutz hat den Rasenmäher gefunden. Ist er nicht ein bisschen rostig? Unsinn, der mäht das Gras in 0, nichts. Ein bisschen rostig ist er schon.
Ich könnte ja mal Opa Wutz anrufen und fragen, ob er uns sein Meer leiht. Wir brauchen Opa nicht anzurufen. Ich muss nur ein bisschen fester schieben. Der Rasenmäher von Papa Wutz funktioniert nicht besonders gut. Oh, ich weiß was. Wir rufen Opa Wutz an. Hallo, Opa Wutz am Apparat. Hallo, Opa Wutz. Könntest du uns helfen, sehr hohes Gras zu mähen? Oh, haha. Natürlich. Ich bin sofort bei euch. Tschüss. Ich glaube, das ist ein Job für Betsy. Opa Wutz fährt mit seinem Motormäher rüber zu Peppas Haus. Opa Wutz! Opa Lutz! Hallo zusammen. Wie ich höre, gibt's hier Gras, das zu hoch ist. Es ist ein bisschen zu hoch für meinen Rasenmäher. Kein Problem. Betsy schafft das in 0, nichts. Heißt dein Rasenmäher etwa Betsy? Ja, Peppa, so ist es. Hallo, Betsy. Opa, dürfen wir auf Betsy mitfahren? Aber natürlich. Rauf mit euch. Ei, ei, Captain Opa. Das haben wir in 0, nichts gemäht. Festhalten, es geht los. Hui! Betsy ist eine sehr gute Rasenmäherin. Das macht Spaß. So, fertig. Opa, du hast was vergessen. Oh, ja. Was ist das? Oh, unser Punkteball. Dankeschön fürs Ballfinden, Opa. Und dankeschön fürs Rasenmähen. Mit Betsy ist Rasenmähen ganz einfach. Jetzt können wir mit dem gepunkteten Ball spielen. Los, fang, Papa! Der Ball springt sehr gut auf dem kurzen Gras. Hohoho, los, fang, Schorsch! Opa, los! Hohoho, fang! Ein kalter Wintertag. Heute ist es sehr kalt. Peppa und Schorsch tragen ihre Mützen, Schals, Mäntel, Handschuhe und Stiefel. Guck mal, Schorsch, die Bäume haben keine Blätter. Die Bäume haben im Herbst ihre Blätter verloren. Peppa und Schorsch haben eine Matschepfütze entdeckt. Oh. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Ich zuerst. Es ist so kalt, dass die Matschepfütze zu Eis gefroren ist. Und das ist sehr rutschig. Das ist nicht witzig. Da kommen Mama und Papa Wutz. Ah, gut, eine Matschepfütze. Papa Wutz springt auch gern in Matschepfützen. Halt, Papa! Das war knapp. Ein Glück, dass ich so gut die Balance halten kann. Papa, die Pfützen sind heute alle vereist. Wir können nicht reinspringen. Das macht nichts. Kommt, wir füttern die Enten mit Brot. Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Hallo Enten, wir haben euch Brot mitgebracht. Die Enten mögen Brot. Oh! Es ist so kalt, dass der Teich zugefroren ist. Das Eis ist sehr glatt. Wir wollten euch nicht auslachen, aber das sah ziemlich komisch aus. Es beginnt zu schneien. Schnee! Peppa und Schorsch lieben Schnee. Schorsch, wir fangen Schneeflocken. Peppa und Schorsch fangen Schneeflocken. Oh. Schorsch hat eine Schneeflocke gefangen. Peppa hat eine Schneeflocke gefangen. Oh. Da kommt Luzi Locke auf ihrem Schlitten. Hui.
Hallo, Peppa. Boah, Luzi, das macht bestimmt Spaß. Wir rodeln alle zusammen auf dem großen Hügel. Da liegt eine Menge Schnee. Sollen wir auch auf den großen Hügel gehen und beim Rodeln zugucken? Ja, bitte. Peppas Freunde rodeln auf dem großen Hügel. Ui. Juhu. Oh je, Schorsch ist am großen Hügel ausgerutscht. Sieht lustig aus, Schorsch. Schorsch findet das gar nicht lustig. Am großen Hügel rutscht man leicht aus. Vielleicht sollte ich Schorsch tragen. Papa, trägst du mich dann bitte auch? Ho, ho. Na schön, Peppa. Pass bloß auf, dass du nicht ausrutschst, Papa Wutz. Ho, ho. Keine Sorge, Mama Wutz. Du weißt doch, ich kann sehr gut die Balance halten. Machen wir ein Rennen? Ja! Achtung, fertig, los! Hui! Gleich sind wir da. Oben auf dem großen Hügel. Sei bitte vorsichtig, dass du nicht ausrutschst. Haha, ich rutsch doch nicht aus. Oh! 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 Papa ist wie ein Riesenschlitten. Juhu! Peppa und Schorsch haben gewonnen. Gut gemacht, Peppa! Mein Papa ist ein super schneller Schlitten. Das ist nicht komisch. Es ist ein bisschen komisch, Papa Wutz. Eigentlich ist es sogar ziemlich komisch. Die Pirateninsel. Opa Wutz macht mit Peppa und ihren Freunden einen Ausflug mit seinem Boot. Alle Mann an Bord! Ei, ei, Opa! Volldampf voraus! Wiedersehen! Wiedersehen! Peppa und ihre Freunde haben alle Schwimmwesten an. Schorsch, du kriegst meinen Piratenhut. Heute segeln wir alle zur Pirateninsel. Oh. Wenn wir Glück haben, finden wir einen vergrabenen Schatz. Oh. Die Pirateninsel scheint ein toller Ort zu sein. Land in Sicht! Da wären wir. Die Pirateninsel. Wow. Was ist das? Dieser Metalldetektor findet vergrabene Schätze. Opa Wutz sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Schätzen. Aha! Der Metalldetektor hat etwas gefunden. Wir graben es aus. Eine kleine Münze. Ein Schatz. Hurra! Kommt, wir suchen noch mehr. Aha, wir haben noch was gefunden. Das klingt groß. Du meine Güte, dieser Schatz ist aber ziemlich schwer. Oh je, das ist kein vergrabener Schatz. Das ist ein rostiger alter Einkaufswagen. Oh. Jetzt ist es mal genug mit der Schatzsuche. Wer hilft mit bei einer ganz großen Sandburg? Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich guck mal schnell nach dem Boot. Oma Wutz hilft den Kindern dabei, eine große Sandburg zu bauen. Und Opa Wutz hat etwas Wichtiges auf dem Boot zu erledigen. Ach, ist das schön. Ich muss mal die Augen zumachen. Ein kleines bisschen. Oma Wutz und die Kinder bauen eine große Sandburg. Sie brauchen eine Menge Sand. Mit Eimern formen sie die Burgtürme. Was für eine prächtige Burg! Jetzt fahren wir nach Hause. Oh, wo ist das Boot hin? Guck, Oma!
Oh nein! Opa Wutz schläft tief und fest und das Boot treibt davon. Wir müssen Opa aufwecken. Ruft mal so laut ihr könnt. Opa Wutz, wach auf! Wach auf! Oh nein, Opa Wutz schläft immer noch. Opa ist zu weit weg, er hört uns nicht. Wir sitzen fest auf der Pirateninsel. Wir sind Schiffbrüchige. Wir sind in 100 Jahren noch hier. Genau, wir müssen wilde Früchte und Beeren essen. Und außerdem noch Insekten und Schnecken. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Oh, wo bin ich? Hallo! Hallo zusammen. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, ich glaube nur, ich habe etwas vergessen. Einen Augenblick! Guckt! Da ist Opa! Wir sind gerettet! Hurra! Willkommen an Bord, Matrosen! Schlimmer, Opa Wutz. Wir dachten schon, du lässt uns allein. Das tut mir leid, Oma Wutz. Nächstes Mal schlafe ich nicht ein. Versprochen. Wiedersehen, Pirateninsel. Wir kommen bald wieder. Ich liebe die Pirateninsel. Fahren wir da bald wieder hin? Oho, natürlich tun wir das, Peppa. Hurra! Schorsch hat sich erkältet. Heute regnet es ein bisschen. Peppa, Schorsch, zieht eure Regensachen an. Wenn es regnet, müssen Peppa und Schorsch ihre Regensachen anziehen. Schorsch mag seinen Regenhut nicht tragen. Schorsch, du musst deinen Hut anlassen. Warum? Weil du trocken bleiben sollst. Warum? Weil du dich erkälten könntest. Warum? Schorsch, willst du draußen spielen oder nicht? Dann lass deinen Hut an. Komm mit, Schorsch. Peppa und Schorsch wollen in Matschepfützen herumspringen. Schorsch möchte seinen Regenhut nicht tragen. Peppa! Schorsch! Kommt ins Haus! Es regnet jetzt zu stark, um draußen zu spielen. Oh, Schorsch, wo ist dein Regenhut? Hatschi! Schorsch hat sich erkältet. Hatschi! Armer kleiner Schorsch, du hörst dich gar nicht gut an. Keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat? Aha. Stecken Sie Schorsch ins Bett, ich komme gleich vorbei. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Muss Schorsch denn jetzt ins Krankenhaus und bekommt Medizin? Nein, Schorsch muss einfach nur ins Bett. Oh, dann ist Schorsch ja gar nicht richtig wirklich krank. Das ist ekelhaft. Armer Schorsch, ich bring dich gleich ins Bett. Schorsch, du musst jetzt eine Weile im Bett bleiben. Nein. Schorsch möchte aber nicht im Bett bleiben. Hatschi. Schorsch, du musst im Bett bleiben, bis es dir wieder besser geht. Warum? Weil du dich schön warm halten sollst. Warum? Weil Dr. Braunbär es gesagt hat. Hallo, wo ist denn mein Patient? Mach weit auf und sag ah. Schorsch hat ein bisschen Angst. Peppa, du bist schon groß und tapfer. Kannst du Schorsch zeigen, wie das geht mit dem ah? Natürlich. Ah. Ah. Schorsch hat sich erkältet. Bekommt Schorsch Medizin? Nein, aber er kann heute Abend eine schöne warme Milch trinken. Das hilft ihm einzuschlafen. Dankeschön, Dr. Braunbär. Gern geschehen. Wiedersehen. Schorsch war den ganzen Tag im Bett. Jetzt ist Peppas Schlafenszeit. Schorsch, geht es dir besser? Hatschi. Schorsch, geht es nicht besser? Hatschi. Schorsch, würdest du bitte nicht so laut niesen? Ach, das ist ja unmöglich.
wirklich. Schorsch, hier hast du eine schöne warme Milch, um besser einzuschlafen. Die warme Milch macht Schorsch sehr, sehr schläfrig. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Ah, es ist so friedlich und ruhig. Es ist Morgen. Schorsch hat sehr gut geschlafen. Schorsch geht es besser. Kommt alle nach draußen. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Schorsch trägt seinen Regenhut. Er möchte sich nicht nochmal erkälten. Oh, Schorsch, heute brauchst du deinen Regenhut nicht. Warum? Weil es sonnig und warm ist. Warum? Schorsch, kannst du mal aufhören, warum zu sagen? Warum? Schorsch geht es wirklich besser. Die Tankstelle von Opa Clef. Das ist die Tankstelle von Opa Clef. Da kommen Peppa und ihre Familie mit ihrem Auto. Hallo Klausi. Hallo Peppa. Was können wir für euch tun? Wir haben Benzin, Luft für die Reifen und eine neue automatische Waschanlage. Zwei Eis am Stiel bitte. Oh, aber sicher. An der Tankstelle von Opa Clef gibt es viel zu kaufen. Sogar Eis am Stiel. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich liebe unser Auto. Hoho. Und unser Auto liebt uns auch. Oder nicht? Auweia, das Auto ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Es springt nicht an. Ich weiß was. Ich ruf Opa Clef an. Opa Clef am Apparat. Hilfe, unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie! Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Guckt mal, da sind Klausi und Opa Clef. Hurra! Opa Clef weiß alles über Autos. Ist es was Ernstes? Nein, ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Clef schleppt Peppas Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Clef tankt Peppas Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Clef. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Wir hatten kein Benzin mehr. Opa Clef hat uns gerettet. Boah, wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein, aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Clef uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Clef am Apparat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke. Bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Wir kommen, um euch zu retten. Hurra! Opa Clef füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Clef. Hier kommen Oma und Opa Wutz mit ihrem Auto. Hallo zusammen. Hallo, Opa Wutz. Hättet ihr gern etwas Benzin oder Luft? Nein, danke. Ich möchte deine neue Waschanlage ausprobieren. Selbstverständlich. Sie ist computergesteuert. Willkommen. Ich bin die Waschanlage der Zukunft. Oh. Zuerst Seifenlauge. Dann spülen. Und zum Schluss polieren. Boah.
Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Auweia, der Computer ist kaputt und Opa Woods Auto steckt fest. Ah, unternimm etwas, Opa Clef. Oh, ich weiß nicht, wie man Computer repariert. Mein Papa hat unseren Computer repariert. Naja, ich habe ihn eigentlich nicht repariert, ich habe ihn bloß... Gut, dann ist das ein Auftrag für Papa Woods. Vielleicht schalte ich ihn einfach mal aus. Und dann schalte ich ihn wieder ein. Papa Woods hat die Waschanlage repariert. Hurra! Opa Clef ist der beste Autoreparierer. Aber mein Papa hat die Waschanlage repariert. Das Babyschweinchen. Peppa und Schorsch besuchen ihre Cousine Chloe. Heute seht ihr nicht nur Chloe, sondern auch euren neuen Cousin. Oh. Peppa und ihre Familie sind bei Chloe zu Hause angekommen. Hallo. Hallo zusammen. Hallo Peppa und Schorsch. Das ist Chloe, die große Cousine von Peppa und Schorsch. Aber wo ist unser neuer Cousin? Hier ist euer neuer Baby-Cousin. Oh. Der neue Cousin ist ein winziges Babyschweinchen. Wie zauberhaft. Ist es ein Babymädchen? Nein, es ist ein Junge. Oh, ich wünschte, es wäre ein Mädchen. Ich auch. Schorsch freut sich, dass das Baby ein Junge ist. Sausia. Ich glaube, das Baby ist zu klein, um mit Sauriern zu spielen. Schorsch, das Baby möchte nicht mit dir spielen. Es möchte mit mir spielen. Peppa, das Baby ist viel zu klein, um Ball zu spielen. Aber wenn es nicht mit einem Saurier oder einem Ball spielen kann, was kann es denn dann? Es isst und es schläft. Und macht sowas. Tante Wutz, darf ich das Baby mal halten? Ja, wenn du ganz vorsichtig bist, darfst du Alexander mal halten. Alexander? Ja, so heißt er. Baby Alexander. Was für ein großer Name für so ein kleines Baby. Es ist ganz niedlich, obwohl es ein Junge ist. Oh, was riecht hier so? Vielleicht muss Alexanders Windel gewechselt werden. Wie ekelhaft. Peppa, als Baby hast du auch Windeln getragen. Hab ich nicht. Mama, darf ich mit Peppa und Schorsch im Garten spielen? Ja. Chloe, ist es schön, einen Babybruder zu haben? Ja, Alexander ist sehr süß. Ich wünschte, Schorsch wäre so süß wie ein Babyschweinchen. Ich weiß was. Schorsch spielt unser Babyschweinchen. Er kann in meinen Puppenwagen. Das ist eine gute Idee. Nein. Schorsch möchte nicht das Baby sein. Schorsch, wenn du das Baby spielst, verspreche ich für immer und ewig, zu dir lieb zu sein. Schorsch denkt nach. Und du darfst mit meinen Sachen spielen. Schorsch denkt noch mehr nach. Und wenn wir zu Hause sind, darfst du auch mit meinen Sachen spielen. Schorsch ist einverstanden. Was für ein süßes kleines Babyschweinchen. Da sind Luzi Locke, Molly Mietze, Zoe Zebra und Luisa Löffel. Hallo. Was macht Schorsch denn im Puppenwagen? Das ist nicht Schorsch, das ist ein Babyschweinchen. Es ist wohl Schorsch. Schorsch spielt nur unser Babyschweinchen. Ah. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Er ist ein Mädchen. Nein. Schorsch möchte kein Mädchen sein. Na gut, es ist ein Junge. Ich habe hier Kekse. Möchte das Babyschweinchen auch einen? Oh nein, er darf keine Kekse. Schorsch liebt Kekse. Vielleicht bekommt er einen Keks. Oh, es ist ja so klug. Und noch so hübsch dazu. Und auch sehr lustig. Das beste Babyschweinchen überhaupt. Schorsch mag dieses Spiel. Da kommen die anderen mit Baby Alexander. Boah, ein richtig echtes Babyschweinchen. Ist das niedlich. Viel süßer als Schorsch. Oh je,
Schorsch war gerne das Babyschweinchen. Oh, Schorsch, du bist doch immer mein Babyschweinchen. Sollen wir ein neues Spiel spielen? Wie wär's mit einer Dinosaurierjagd? Hilfe, wie schrecklich! Schorsch war gerne das Baby, aber am liebsten ist er Schorsch. Ein Ausflug mit dem Bus. Peppa und ihre Freunde machen einen Ausflug mit dem Bus. Kinder! Kinder, alle mal erhören! Wir müssen gucken, ob alle hier sind. Peppa und Schorsch. Hier! Luisa und Linus Löffel. Hier! Luzi Locke. Hier! Zoe Zebra. Hier! Klausi Kleff. Hier! Emily Elefant. Hier! Pedro Pony. Pedro Pony ist nicht da. Entschuldigung. Pedro, fast hättest du den Ausflug verpasst. Entschuldigung, Madame Gazelle. Kein Problem, wir sind ja noch da. Alles einsteigen! Frau Mümmel ist die Busfahrerin. Volle Kraft voraus! Wiedersehen! Kinder, hört mal alle her. Heute machen wir einen Ausflug in die Berge. Hurra! Habt ihr alle euren Reiseproviant dabei? Ja, Madame Gazelle. Madame Gazelle, dürfen wir bitte jetzt schon was essen? Peppa, wir machen Picknick, wenn wir in den Bergen ankommen. Peppa, was hast du in deiner Brotdose? Einen roten Apfel. Ich habe einen grünen Apfel. Komm, wir tauschen. Au, ja. Peppa, Luzi, was macht ihr da? Luzi hat gesagt, ich soll die Dose aufmachen. Peppa hat gesagt, wir sollen tauschen. Ist schon gut, aber bitte hebt euch was für das Picknick auf. Ja, Madame Gazelle. Der Bus ist am Fuß der Berge angekommen. Die Bergstraße ist sehr steil. Vorwärts, Bus! Du schaffst das! Vorwärts, Bus! Hurra! Peppa und ihre Freunde sind auf dem Berggipfel angekommen. Seht mal die Aussicht! Oh! 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 Wer spricht da? Das ist dein Echo. Was ist mein Echo? Ein Echo ist das, was du hören kannst, wenn du in den Bergen ganz laut rufst. Pass auf! Olari-hu, olari-hu, olari-hu. Hollera-hio, hollera-hio, hollera-hio. Echos machen Spaß. Zeit für unser Picknick. Peppa liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Wo sind die Enten? Die kommen doch immer, wenn wir Picknick machen. Dumme Peppa, Enten leben doch nicht in den Bergen. Hallo Enten, möchtet ihr etwas Brot? Heute haben die Enten Glück. Es gibt eine Menge Brot. Die Enten fressen zu hastig. Du liebe Güte! Heimfahrt! Alles einsteigen! Es wird Zeit, nach Hause zu fahren. Allen hat es viel Spaß gemacht. Los kommt, wir singen was. Singen Sie uns den Bing-Bong-Song, bitte. Oh, oh. Bitte, Madame Gazelle, bitte den Bing-Bong-Song. Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Boo. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Boo. Hey.
Rätsel. Peppa und ihre Familie gucken ihr Lieblingsprogramm im Fernsehen. Inspektor Kartoffel. Ich bin Inspektor Kartoffel, der weltberühmte Detektiv. Oh. Bitte helfen Sie mir, Herr Detektiv. Ich kann meine Blume nirgends finden. Hm. Ihre Blume ist exakt auf Ihrem Kopf. Oh, danke, Herr Detektiv. Das war einfach. Das kann ich auch. Hoho, da bin ich ganz sicher, Peppa. Papa, wenn ich groß bin, will ich ein berühmter Detektiv werden. Schorsch will auch Detektiv werden. Wenn ihr Detektive sein wollt, dann braucht ihr erst mal einen Hut. Detektive brauchen immer Hüte. Jetzt seht ihr aus wie zwei echte Detektive. Und wir brauchen so ein komisches Ding, mit dem alles ganz groß aussieht. Du meinst eine Lupe? Ich glaube, wir haben eine in der Küchenschublade. Na bitte, eine richtige Lupe für euch. Boah, wie funktioniert die? Halt sie irgendwo davor, dann sieht es größer aus. Die Lupe lässt den kleinen Fisch groß aussehen. Kann ich auch mal, Mama? Ui. Durch die Lupe sehen Schorschs Augen sehr groß aus. Hohoho. So, jetzt fehlt euch Detektive nur noch ein Rätsel, das ihr lösen könnt. Papa, was denn für eine Brezel? Ein Rätsel. Das ist etwas, womit sich Detektive beschäftigen. Zum Beispiel verlorene Sachen wiederzufinden. Ich weiß was. Wir suchen Schorschs Gummidinosaurier. Der geht doch immer verloren. Sausier. Der Dinosaurier ist nicht verloren gegangen. Oh. Wie wär's mit deiner Brille, Papa? Die ist doch so oft verschwunden. Hohoho, aber nicht heute. Guck mal, ich hab sie auf. Das ist nicht fair. Nirgends sind irgendwelche Brezel. Soll ich dir vielleicht mal ein Rätsel stellen? Ja, bitte. Papa Wutz denkt sich ein Rätsel aus. Also, was ist auf dem Tisch? Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen und der Dinosaurier. Das stimmt. So, jetzt guckt noch mal ganz genau und prägt euch alles ein. Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen und Herr Dinosaurier. Habt ihr euch alles gemerkt? Ja. Na gut. Jetzt müsst ihr für einen Moment rausgehen. Ich rufe euch, wenn ich fertig bin. Das hört sich an, als ob Papa nach oben geht. Und jetzt kommt er wieder runter. In Ordnung. Jetzt könnt ihr wieder reinkommen. Eine Sache fehlt jetzt auf dem Tisch. Wisst ihr welche? Herr Dinosaurier ist da. Der kleine Fisch. Schachtelmännchen. Also, wer fehlt dann? Teddy. Stimmt genau. Teddy ist weg. Gut gemacht, Peppa und Schorsch. Das war ganz einfach für uns. Wir sind berühmte Detektive. Ah, das war auch nur das halbe Rätsel. Wo ist Teddy hin? Oh, weiß ich nicht. Was sind denn das für kleine Dinge auf dem Boden? Das sind Kuchenkrümel. Durch die Lupe kann man die Kuchenkrümel sehr gut erkennen. Ich frage mich, ob Teddy Kuchen gegessen hat. Und die Krümel führen hier entlang. Teddy hat aber viel Kuchen gegessen. Die Krümel führen ins Kinderzimmer von Peppa und Schorsch. Oh, hier sind keine Krümel mehr. Wie können wir Teddy finden? Du kannst mir Fragen stellen, aber ich antworte nur mit Ja oder Nein. Okay, ist Teddy hier im Zimmer? Ja. Ist Teddy in Schorschs Bett? Nein. Ist Teddy irgendwo hoch oben? Ja. Teddy ist in meinem Bett. Hurra! Das Rätsel ist gelöst. Ho, ho. Willst du immer noch Detektiv werden, wenn du groß bist, Peppa? Detektiv sein ist ziemlich schwer. Nächstes Mal will ich derjenige sein, der das Rätsel stellt. Genau wie du, Papa. Papa Wutz Geburtstag. Heute ist Papa Wutz Geburtstag. Papa Wutz muss arbeiten gehen. Papa, ich wünschte, du hättest frei an deinem Geburtstag. Hoho, ich auch. Aber ich komme so schnell es geht nach Hause. Bis später. Bis später. Solange Papa arbeitet, können wir alle Geburtstagsüberraschungen vorbereiten.
Als erstes backen wir seinen Geburtstagskuchen. Wir brauchen Butter, Zucker und Mehl. Dann nehmen wir ein Ei. Und das Allerwichtigste, die Schokostückchen. Mama Wutz backt einen Schokokuchen. Papa Wutz liebt Schokokuchen. Dann alles verrühren. Mama, darf ich rühren? Ja, Peppa. Peppa liebt es zu rühren. Schorsch möchte auch mal. Gut gemacht, Schorsch. Jetzt ist genug gerührt. Bitte sehr, Papa Wutz Geburtstagskuchen. Hurra! Wir müssen ihn nur noch in den Ofen schieben. Mama, darf ich den Löffel ablecken? Ja, du kannst den Löffel ablecken und Schorsch leckt die Schüssel aus. Yippie! Peppa und Schorsch lieben Schokokuchenteig. Armer Papa Wutz, er verpasst den ganzen Spaß. Mama, darf ich Papa anrufen und ihm herzlichen Glückwunsch sagen? Das ist eine schöne Idee. In diesem Büro arbeitet Papa Wutz. Hallo, hier spricht der Löffel. Kann ich bitte mit Papa Wutz sprechen? Jemand für dich, Papa Wutz. Es klingt wichtig. Hallo, hier ist Papa Wutz. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Herzlichen Glückwunsch. Hoho, danke schön, Peppa. Komm bald nach Hause, Papa. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz. Dankeschön. Es gibt noch was Wichtiges zu tun, bevor Papa Wutz nach Hause kommt. Ja, Papas Geburtstagsüberraschung. Psst, Schorsch. Denk dran, es ist ein Geheimnis. Psst. Peppa und Schorsch haben Wassereimer geholt und Mama Wutz hat Ballons. Was mag das wohl für eine Geburtstagsüberraschung sein? Papa kommt! Schnell, zurück zum Haus! Papa Wutz kommt wieder nach Hause. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz! Hoho, danke schön euch allen. Hui, das sind aber viele Kerzen. Weil du eben schon sehr, sehr alt bist, Papa. Du musst versuchen, jetzt alle auf einmal auszupusten. Haha, ich gebe mein Bestes. Hurra! Und hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Dankeschön. Neue Gummistiefel, fantastisch. Die probiere ich gleich an. Peppa, Schorsch und Mama Wutz tragen Gummistiefel. Papa Wutz trägt seine Geburtstagsgummistiefel. Papa Wutz hat eine kleine Pfütze entdeckt. Mal sehen, ob die Gummistiefel funktionieren. Die Pfütze ist ein bisschen zu klein für Papa Wutz. Ich bräuchte eher eine größere Pfütze. Warum versuchst du es nicht mal hier drüben, Papa Wutz? Oh, was ist denn das? Das ist unsere Geburtstagsüberraschung. Psst. Psst. Was wird denn das? Eine große Matschepfütze. Fantastisch. Meine Geburtstagsgummistiefel sind perfekt. Habt ihr Lust, mir in meiner Geburtstagspfütze Gesellschaft zu leisten? Papa Wutz liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Das ist der schönste Geburtstag von allen.